Hallo und willkommen zurück zu Material Energy Hypercubed mit Das Flip. Guckt mal, seht ihr, was ich hier in der Hand habe? Das ist Quadruple Compressed Dirt. Und zwar 32 Stück davon. Genau, das Autocrafting ist endlich fertig. Es hat ewig gedauert. In jedem von diesen Dingern stecken 6.500 Dirt. Das mal 32 war eine ganze Latte Zeug. Selbst unser ziemlich krasses ME-System da unten hat dafür ewig gebraucht. Jetzt haben wir es also. Das heißt, wir können hier unseren Quadruple Compressed Dirt Seed craften und dann endlich diese Quest abschließen. Es war umgekehrt, soweit ich weiß. Schauen wir mal nochmal nach. Compressed Dirt Seed. Das hier wäre vielleicht billiger gekommen. Egal, wir haben links Universal Seed, rechts 32 Quadruple Compressed Dirt. Passt. Infuse. Heieiei, und jetzt frisst dieses Zeug total schnell auf, was irgendwie gruselig ist, weil es ewig gedauert hat, das zu craften, aber dann sollten wir diesen Seed daraus bekommen. Jawohl, es hat geklappt. Gott sei Dank, wir haben hier Compressed Dirt Seed. Yes. Nun sollten wir das abschließen können. Jawohl. Wir bekommen 5 Quadruple Compressed Dirt raus, immerhin, und ein Reward Bag. Ein immerhin Epic Reward Bag. Naja. Oh, ein Chandelier. Das ist eine relativ starke Lichtquelle aus Extra Utilities. Und diese Lichtquelle braucht man auch zum Craften der Magnum Torch. Die Magnum Torch ist aber in diesem Modpack disabled. Nicht möglich zu craften. Ich glaube, ich habe das schon mal. Ja, zeigt es nur an, wofür das Ding gut ist, aber man kann es nicht craften. Eine Magnum Torch verhindert das Spawnen in einem sehr großen Bereich und auch durch Wände durch. Das wäre natürlich ziemlich cheatig bei diesen ganzen Spatial Areas. Da würdest du irgendwie in die Mitte so eine Magnum Torch reinpacken, dann wahrscheinlich, dann würde einfach nichts mehr nachspawnen. Spawner hin oder her. So, und dieser Chandelier ist einfach nur eine andere Art von Lichtquelle, die man zum Beispiel an die Decke hängen kann und die dann einfach verschwindet. Nö, okay, das war ein Bug. Jupp. Naja, sieht hübsch aus, macht Licht. Relativ unspektakulär. Okay, wir haben also eine weitere unserer Massenquests abgeschlossen. Dieser Compressed Dirt Seed kommt jetzt natürlich da oben zu unseren anderen Seeds. Da habe ich hier den nächstbesten Aufzug. Na, komm schon. Hallihopp, genau. Und hier zu denen kommt er dazu. Zum Beispiel hier. Alles klar. Unter Einfluss der Torcherinos sollte der dann auch, sobald er mal groß ist, sehr schnell nachwachsen. So. Ihr habt vielleicht schon bemerkt, ich habe hier eine zweite Reihe Gem Cutter und Gem Refiner mit allen Upgrades reingelegt. Aha, der wird nicht leer gepumpt aus irgendeinem Grund. Ich glaube, ich weiß schon warum. Das ist wieder mein alter Fehler. Genau, ich habe vergessen, hier auf Always Active im Extract-Modus zu schalten. Jetzt wird es leer gepumpt. Jawohl. Das produziert jetzt tatsächlich ziemlich schnell Compressed Theobromine, diese zwei Reihen zusammen. So schnell, dass dieses Ding hier in absehbarer Zeit leer laufen wird. Das war fast voll mit diesen Rough Compressed Theobromine Shards. Die kommen ja dann bei diesem Ding hier raus, wenn ich das abernte. Okay, was ist die Lösung dafür? Ich würde gern natürlich dann dafür sorgen, dass immer automatisch genug da ist, um den Prozess am Laufen zu halten. Das können wir machen, indem wir einen Autonomous Activator hier hinsetzen. Wie rum war denn das? Wenn ich den so hinsetze. Ah ja, okay. Der zeigt also immer in die Richtung, in der ich zu ihm stehe. Dann, muss ich den von hier aus da drüben hinsetzen. Ah ja, genau. Und er läuft by default. Das heißt, er erntet jetzt immer automatisch, weil er von Default her rechts klickt, diesen Seed ab und der wird dann da oben reingezogen. Okay, wir haben also das Ernten automatisiert. Ihr seht auch, dadurch werden immer wieder so, da entsteht tatsächlich auch ziemlich viel normales Theobromine. Also nicht nur der Seed selbst, sondern, auch das Theobromine selbst. Und das landet dann auch mit hier drin. Das schadet ja nicht. Okay, nun wird es natürlich irgendwann dazu kommen, einfach weil das Ding schneller aberntet, als das Zeug verarbeitet werden kann, dass dieses Ding hier voll wird. Davon gehe ich zumindest aus.
Warum stacken die hier nicht? Ach ja, genau, das sind verschiedene. Okay. Ich will nun natürlich dafür sorgen, dass diese Dinger hier, wenn die Kiste voll ist, gevoidet werden, also verschwinden. Dafür habe ich hier eine Trashcan dabei. So, wo setzen wir die denn hin? Ich muss erstmal mein Springen hier in den Griff kriegen. So, jetzt fliege ich, das ist praktischer. Gut, die Trashcan, wo packe ich die denn wohl am besten hin? Sie sollte Zugriff auf diese Kiste haben und Zugriff auf den Zugang dazu. Also wäre hier oben drauf eigentlich ziemlich perfekt. Machen wir das doch. So, nun möchte ich, dass dieses Ding die erste Priorität hat. Also ich will, dass also diese Rough Shards kommen hier angeflogen und gehen dann in diese Kiste. Ich will aber, dass sie mit höherer Priorität in die Kiste gehen und mit niedrigerer dann in die Trashcan. Das kann man bei Ender.io Conduits ganz simpel machen. Wir gehen hier auf Down und je höher diese Priorität hier ist, desto, ja, die Nummer ist, desto höher ist auch die Priorität. Ich stelle also hier mal auf 2 und wenn ich jetzt oben auch auf Insert stelle und auf 1, dann heißt das, dass alles, was nicht mehr hier rein kann, hier oben drin landet. Und das ist ganz praktisch. Gleichzeitig will ich aber, dass da auch nicht alles drin landet, sondern nur die Shards, die zu viel sind. Und in dem Fall eben diese. Das heißt, ich werde dafür sorgen, dass dort oben wirklich nur diese Shards rein können und nichts anderes gevoidet wird. Das kann ich jetzt noch erreichen, indem ich einen Filter, ein einfacher Itemfilter würde reichen, genau, dort reinlege. Wieder die Up-Seite. Basic Item Filter. Ah ja, okay, der ist. Ach ja, mit dem hatte ich mal versucht, unten den das Minecam-Ding zu automatisieren. Whitelist, Ignore Metadata, passt. Okay, nun haben wir dieses System komplett automatisiert. Es wird automatisch geerntet, es wird automatisch verarbeitet, Überschuss wird gevoidet. Und am Schluss landen die Ergebnisse dann hier in dieser Kiste. Denn dieses Compressed Theobromine brauchen wir in ziemlich großen Mengen, um bestimmte Sachen daraus zu craften für eine Quest. Ich habe festgestellt, dass der Itemstau, den wir gerade beseitigt haben, nicht der einzige ist, der sich in diesem System auftut. Stattdessen haben wir auch hier das Problem, dass sich der Autonomous Activator, der diese Chunks hinsetzt, ebenfalls voll wird und dann gibt es eben einen Rückstau hier in dieser Kiste und auch das wollen wir nicht, auch das wollen wir vermeiden. Deshalb werde ich hier ganz ähnlich vorgehen wie vorhin. Du hast ja keinen Ausgang auf der Seite? Nee, okay. Ich werde hier auch eine Prioritätsänderung machen. Dieses Ding hier, Down, bekommt die Priorität 2. Und das Ding hier rüber bekommt die Priorität 1. Und hier regle ich auch, dass nur diese Shards rein dürfen. Das heißt, wird dieses Ding hier überfüllt, wird der Überschuss gevoidet in der Trashcan. So, jetzt sollte die Sache endgültig fertig automatisiert sein und alles glatt laufen. Natürlich, bisher mit der Einstellung, die wir jetzt haben, funktioniert das nur mit diesem Compressed Theobromine. Wollen wir auf ein anderes Material umstellen, geht das aber. Mit ein paar Einstellungen am System eben. Beziehungsweise, ich kann es sogar so einstellen, dass es mehrere auf einmal macht, aber das ist derzeit nicht nötig. Es gibt eine weitere Sache, die ich gerne automatisieren würde. Wir haben ja dort oben, ich zeige euch das nochmal kurz, eine Farm, die unter anderem XP-Berries abfarmt. Ups, ich habe meinen Magneten an. Nicht so gut. Hauptsächlich sorgt diese Farm zurzeit dafür, dass wir jede Menge Eichenholz bekommen für eine Quest, aber nebenbei wird das hier weiter abgeerntet und das hat dazu geführt, dass wir mittlerweile unfassbar viele von diesen XP-Berries haben, diesen Concentrated Essence-Berries. Und ihr wisst ja, wenn man die rechts klickt, bekommt man Erfahrung. Das ist eine feine Sache, aber ich habe keine Lust, ich finde das unprofessionell, wenn ich hier
erst diese Berries rausnehmen und rechtsklicken muss. Ich möchte, dass die automatisch zu Liquid XP umgewandelt und in diesen Experience Obelisk geleitet werden. Es gibt praktischerweise Maschinen, die rechtsklicken können, und die bekannteste ist der Autonomous Activator von Thermal Expansion. So, dieses Ding setze ich nun einfach mal hier hin. Das kann weg. Na egal, der ist jetzt futsch. Dann habe ich hier einen... Keine Panik, ich kann fliegen. Dann habe ich hier dran einen MI-Export-Bus, der in diesen Autonomous Activator reingeht. Diesem Export-Bus sage ich nun, er soll Concentrated Essence Berries exportieren. Die sollten dann hier drin landen, sobald ich das Ding richtig einstelle. Und zwar muss die Hinterseite ein Eingang sein, denn der zeigt ja dort drüber. Und nun... Oh, Moment. Device Missing Channel. Ach was, ist hier schon ausgebucht oder was? Das hatte ich nicht gedacht. Hm, 0 von 8 Channels, 2 von 8 Channels. Moment. Das war gerade eine ziemlich seltsame Geschichte. Das hat mir die ganze Zeit erzählt, es hätte keinen Channel mehr frei. Was gelogen war eigentlich, weil da hinten noch welche frei wären. Aber wie auch immer, es hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Also habe ich beschlossen, mache ich das einfach an einem der anderen ME-Systemausgänge, die ich hier überall verteilt habe. Und dann mache ich das eben einfach hier drüben. Was soll's denn? So, das mache ich. Ich mache mal den Ausgang nach hinten, genau. So, wir haben hier also einfach einen Zugang auf das ME-System mit einem Smart Cable. Dann haben wir hier den Export-Bus und da packe ich Concentrated Essence Berry rein. Das Ding füllt es damit auf. Ich muss ihn jetzt erstmal noch ausschalten. So. Jetzt wird sich der auffüllen und mit der Einstellung, die er jetzt hat, die passt schon super, dann wird er dieses Zeug hier alles verwerten. Und dann eben XP freisetzen. Wir können das über die XP-Leiste von mir beobachten. Jawohl. Da wird XP generiert und fliegt dann halt in Kugelform in die Gegend. Wir wollen aber natürlich nicht, dass das einfach in der Gegend verteilt wird, sondern wir wollen es in flüssige Form umwandeln. Wie machen wir das? Wir hatten ja mal diese Vacuum-Hopper in Gebrauch. Die habe ich nach einer Weile nicht mehr verwendet, weil sie ein bisschen rumgesponnen haben beim Items einsammeln. Aber in dem Fall wollen wir XP einsammeln, das sind mir die gerade gut genug dafür. Den packe ich hier hin und dann kann man hier einen XP-Output einstellen. Ich würde sagen, ich möchte, dass der nach hinten den Output für XP hat. Genau. Und nun frage ich mich, kann der wohl direkt an einen Dimensional Transceiver anschließen oder eher nicht? Der hintere Ausgang bei dem Ding war übrigens total unnötig, weil der ja keine Flüssigkeiten abgeben kann. Das brauchen wir nicht, da brauchen wir nur einen Eingang. Der nimmt dann die XP auf, gibt sie nach hinten ab und hier kann ich nun vielleicht einen Dimensional Transceiver hinpacken, vielleicht auch nicht. Ich mache sicherheitshalber mal noch einen Conduit dazwischen, damit das ganz bestimmt funktioniert. Manchmal gibt es ja zwischen Mods Unverträglichkeiten. Und dann kommt hier ein Dimensional Transceiver hin. Der braucht erstmal Energie, also stellen wir ihn auf Strom empfangen. Und dann soll er natürlich noch Flüssigkeiten leiten. Und zwar wird er auf der Liquid XP Frequenz senden. Dann kommt das dort hinten bei unserem XP Obelisken an. Okidoki, soweit müsste dann fast alles passen. Ich will den noch einstellen. Welche Himmelsrichtungen sind das? Das ist, der nach vorne ist Norden und der nach rechts ist Osten. Okay, wir wollen Osten extract und natürlich ohne Signal. Und wir wollen nach Norden insert. Alles klar, passt. Okay, Magnet ist aus. Dann schalten wir das Ding mal an und schauen zu, ob die Sache funktioniert. Ich muss dafür natürlich ein Stück weit weggehen, damit ich die XP nicht einsammle. Das sieht verdammt gut aus. Es sammelt sich nicht wirklich viel an, aber ein bisschen was. Ein wenig bleibt da schweben, wenn auch das meiste in den Hopper reingeht. Ich glaube, es wäre klüger, diesen Vacuum-Hopper oben drauf zu setzen auf den Activator.
Ich glaube, das wäre schlauer. Knipsen wir das Ding mal, hups, nochmal aus. Sammeln das Zeug ein. Das ist leer alles. Das ist mal ein gutes Zeichen, denke ich. Den schnappen, wups, wir uns das hier auch. Dann packen wir diesen Vacuum Hopper wieder hier oben drauf. Oder jetzt hier oben drauf, nicht wieder. Dann soll die Hinterseite, wie vorhin, nein, nicht du, du, genau. Genau, soll der Output sein und dann kommt hier wieder eine Fluid Pipe hin. Diesmal sind, ja gut, das eine ist down, dann kann man es ja einfach unterscheiden. Down ist Insert und die Himmelsrichtung, in dem Fall Osten, ist Extract und Always Active. Okay, der sollte soweit passen. Testen wir die Sache nochmal. Redstone-Signal ignorieren. Immer funktionieren. Okay, ich sehe auch, ich weiß nicht, ob ihr das auf YouTube erkennen könnt, dieses Flüssigkeitsrohr, ich gehe mal näher hin, ja, so geht's noch, verfärbt sich hellgrün, das heißt, es transportiert die XP auch wirklich. Das funktioniert also wunderbar. Und das bedeutet normalerweise auch, dass das Ding alles aufnimmt, denn es leitet rein und der ist auf die richtige Frequenz gestellt. Und es staut sich hier auch nichts an, sonst würde man die XP nämlich hier sehen. Gut, wir haben also automatische Umwandlung von den Experience Berries in XP, also Liquid XP. Das finde ich ziemlich scharf. Sieht man das denn hier wahrscheinlich nicht? Doch. Ach, guck einer an, so fix geht das. Und das, obwohl da schon Level 91 drin ist. Cool. Okay, passt. Ich habe gerade nochmal nachgesehen, wie es denn mit diesem Compressed Theobromine weitergeht. Ja, wir sollen ja Compressed Cookie Ingredients 2 absolvieren. Dafür brauchen wir einen Double Compressed Theobromine Seed. Für den brauchen wir 32 Double Compressed Theobromine und jedes einzelne davon, jedes einzelne Compressed Theobromine, Double Compressed Theobromine wird aus 64 Compressed Theobromine gemacht. Das heißt, wir brauchen nach ein wenig Rechnung meinerseits 2048 von diesem Compressed Theobromine. 2048. Wir haben gerade mal über 120. So vielleicht, ja, 150 Stück. Das dauert also wieder ein bisschen. Aber darum haben wir es ja automatisiert. Frei nach dem Motto, stell hin und lass laufen. Das klingt jetzt irgendwie falsch. Aber das passiert dann von alleine, es dauert eben nur ein wenig. Ich habe noch eine andere Sache eingestellt und zwar habe ich ja schon seit längerem diesen Traveler's Belt von Tinker's Construct, den kann ich durch dieses spezielle Inventar auch dann tragen, wenn ich nicht die Tinker's Construct Rüstung anhabe, die ich gerade einfach so dekohalber anhabe. Dieser Gürtel hat die Funktion, dass er die Hotbar austauscht. So, die ist jetzt komplett weg und in mein Inventar verschoben. Beziehungsweise verschwunden im Moment. Okay, die ist wohl im Gürtel. Wenn ich den gleichen Knopf nochmal drücke, ist sie wieder da. Wieder weg, wieder da, wieder weg, wieder da. Das ist eine verdammt coole Sache, denn dadurch, man ist ja bei Modded Minecraft immer in dieser dummen Lage, dass man ständig zu viel Zeug im Inventar hat und eigentlich viel mehr in der Hotbar haben müsste, weil man so viel Zeug die ganze Zeit braucht. Und dieses Problem existiert für mich nicht mehr. Das finde ich ziemlich scharf. Ich kann mir nämlich hier auch noch eine komplette Hotbar zusammenstellen, die genauso gespeichert wird wie die erste und die dann wieder da ist. Ich denke, ich mache mir da mal ein paar Gedanken dazu und richte mir das ein. Ich muss zugeben, ich habe mich schon ziemlich an die Beschränkung vom Inventar gewöhnt und mir das eigentlich alles so eingerichtet. Aber ich kann nun H drücken. So habe ich es mir eingestellt. Und dann ist hier die Wrench, die ich ja immer mal wieder brauche, und das Terminal. Beides ganz praktisch hier zu haben. Meine Baumfarm funktioniert über die Torcherinos dermaßen schnell, dass die Maschine nicht nachkommt mit dem Aufsammeln der Drops. Deswegen haben sich da schon wieder so ein bisschen Items angesammelt, wie man es hier am Rand zum Beispiel auch noch sieht. Deswegen habe ich eine Vacuum Chest auf die, oje, 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 das geht ja bis hier hinter. Deswegen habe ich eine Vacuum Chest hier hingepackt, die zumindest hier außenrum schon mal die Drops einsammelt.
Und nun denke ich, werde ich mir noch was überlegen müssen, damit auch die Drops hier am Rand eingesammelt werden. Ich denke, da werden noch mehr Vacuum-Chests fällig. So, ich habe jetzt noch zweimal Dimensional Transceiver mit Vacuum-Chests obendrauf hier hingepackt, damit hier auch wirklich keine Drops mehr liegen bleiben. Puh, ich merke nur immer mehr, diese Map laggt mittlerweile ziemlich böse. Das ist eine alte Erfahrung, die ich auch vorher schon gemacht habe. Wenn man in einer modded Minecraft-Welt mal richtig viel Automatisierung und Zeug und Glump und jede Menge Technik rumstehen hat, dann kommt irgendwann Minecraft einfach nicht mehr hinterher und man bekommt irgendwann sinkende Framerates. Jetzt gerade bin ich bei, was, 12 Frames pro Sekunde? Das wäre ja echt ganz schön mager. Aber selbst, also es sinkt ja die Framerate ohnehin, wenn man aufnimmt, und ich habe schon ohne Aufnahme mittlerweile nur noch irgendwie 20 Frames pro Sekunde, was halt ziemlich, ziemlich wenig ist. Und ich habe einen verdammten i7-Prozessor. Man könnte meinen, der kommt danach, aber nein, Modded Minecraft ist so ein Kapitel für sich. Es wird echt Zeit, dass ich diese Map hier fertig bekomme. So, hier sind wir jetzt wieder beim Energiefresser of Doom, dem Fusion Reactor von Minecam. Diesem Riesending, das uns immer millionenweise RF wegfrisst. Seit ich aber den neuen zweiten Reaktor gebaut habe, also beziehungsweise den alten stark vergrößert habe, hat es diese Teile hier ziemlich schnell aufgefüllt. Also das hat sich wirklich sehr gelohnt. Und jetzt können wir mit einer Quest weitermachen, die hier bei Minecam ist, nämlich Way Too Much Noise. Da hat nämlich jemand einfach das Item Way Too Much Noisium erfunden. Warum auch immer. Ich frage mich, was das macht. Vielleicht will ich es auch gar nicht wissen. Naja. Wie macht man dieses Ding? Na? Ah ja, hier ist es. Ach, das schreibt man mit einer 2. Genau. Okay. Wir müssen das aus 8 Noisium machen. Und Noisium haben die Nummer im Periodensystem, die Nummer 119. Nun können wir ja mit dem Ding Atome erzeugen. Und wenn die die Nummer 119 haben, können wir sie zusammen addieren aus 2 mal 50, das ergibt 100, und einem Potassium. Ich frage mich, ob das in Deutsch anders heißt. War K nicht der Buchstabe für Kalium? Ich habe gerade mal nachgesehen. K ist im Deutschen tatsächlich Kalium. Und es hat auch tatsächlich die Periodensystemnummer 19. Okay, also brauchen wir jetzt Zinn und Kalium. Wir brauchen erstmal 2 mal Zinn, um die Nummer 100 zu bekommen. Das ist das radioaktive Fermium. Das zerfällt nach einer Weile, deswegen will ich es schnell verwerten. So, und wir haben Noisium. Und wie schaut es speichertechnisch aus? Das hat gar nicht so viel Strom gebraucht, könnte man meinen. Erstaunlich. Aber dann machen wir das einfach noch ein paar Mal. Wir brauchen 9 Stück, glaube ich, waren das. Na gut, dann machen wir da einfach noch ein paar. Immer dann das Fermium zusammen mit dem Kalium verkraften. Jetzt haben wir immerhin schon 2. Und ich sollte auch genug Kalium dabei haben für die ganze Geschichte. Jetzt sind es 3. Ich mache das weiter, bis ich die 9 zusammen habe. Bis gleich. Ups, da hätte ich sogar nur 8 gebraucht. Macht aber nichts. Das hat für ein Fusionscrafting relativ wenig Energie gebraucht. Also hier ist der Speicher mittlerweile voll und die Dinger hier sind kaum leer geworden. Das ist mal eine schöne Abwechslung. Da hatte ich eigentlich mit Schlimmerem gerechnet, muss ich zugeben. Nun müssen wir diese Noisium-Atome noch zusammenfügen zum Way-Too-Much-Noisium-Molekül, wenn ich das jetzt richtig kapiert habe. Dafür brauchen wir einen Chemical Synthesizer, denn wie gesagt, der Fusion Reactor setzt Atome zusammen. Dieser Chemical Synthesizer setzt dann die Atome zu Molekülen zusammen, also zu Verbänden von Atomen. Nun sollten wir das einfach hier reinlegen können. Nein, das hier, das Noisium. Und davon 8 auf einmal und bekommen daraus Way Too Much Noisium. Alles klar. Damit sollte die Quest abgeschlossen sein. Jawohl. Wir bekommen nochmal 5 mehr davon und ein Reward Bag. Und das ist ein Epic Reward Bag. Nicht ganz übel, aber ich kann es mittlerweile ohne weiteres wachsen lassen, das Ding. The Nether. Ein Rapier, wie es aussieht. Den kann man reparieren. Schick.
Er hat Stonebound, Fiery, Beheading 7. Aha. Autosmelt. Wofür soll man das brauchen? Durability, Lifesteal. Eine Menge schicke Sachen sind da tatsächlich drauf. Es ist ja so, dass so ein Rapier, der hat 5 Attack Damage, Rüstung ignoriert. Der piekst sozusagen durch die Rüstung durch. Der gleichen Effekt hat, wenn ich das richtig verstanden habe, auch eine Armbrust. Und der Nether ist natürlich ein ziemlicher Posername. Aha, und man kann, er hat auch Stonebound, das heißt, wenn seine Durability runtergeht, macht er mehr Schaden. Und, aha. Aha, und dann, ja, dann zieht er auch mehr Leben ab anscheinend. Okay, damit hätten wir diese Minecam-Quest geschafft. Schauen wir doch mal, wie es weitergeht. Condensed Matter. Jetzt kommen die ganz ernsten Sachen, oder wie sehe ich das? Jetzt sind wir hier mit diesem Teil fertig und bei 89%, also auf der Zielgeraden. Und jetzt wollen sie Condensed Matter. Mit großen Mengen von Energie kann ich sehr schwere Elemente stabilisieren, die unbekannte Eigenschaften haben. Aha, Condensed Matter. Das ist jetzt wahrscheinlich so richtig Overkill vom Craften her. Condensed Matter. UUX. 125. Das kann ja eigentlich gar nicht so schwer sein. Oh Gott, und dann gibt es noch. Uah, ich will gar nicht wissen, was das. Das hat mir Angst gemacht gerade. Okay, 125. Wie? Was hat denn die Nummer 25? Ich gucke mal eben auf mein Periodensystem von Wikipedia, das ich da vorher auf hatte. Was hat die Nummer 25? Das wäre im Deutschen Mangan. Ich wette, das ist dann Manganese im Minecam. Manganese. Na komm, such's schon raus. Ich will sehen, ob ich recht habe. Ha! 25, jawohl. Englisch und Chemie weiterbilden auf einmal. Das ist echt fantastisch. Das soll mir noch einer sagen, dieses Minecraft bringt einem nichts. Wie bekommt. Oh! Das ist ein Molekül, in dem Magnesium drin ist. Mangan. Und das ist aus irgendeinem Grund hier in meinem ME-System gelandet. Ich weiß nicht warum. Jetzt müsste ich wissen, woraus ich dieses Manganese machen kann. Ja. Einfach draufklicken. Aha, aus Manganese Dust von Metallurgy. Das ist dieses Zeug, was ich da gerade gesehen hatte. Manganese, jawohl. Da schredder ich mir jetzt einfach mal. Na, die brauche ich nicht zu schreddern. Die kann ich bestimmt auch so hier reinlegen. Und ich gucke bei der Gelegenheit Manganese, ob ich die vielleicht auch schon als Chemieform vorrätig habe. Man kann ja hier bei NEI in dieses Ding hier unten in diese Zeile etwas eingeben und dann die Zeile doppelklicken. Dann werden alle Items heller angezeigt, die. Manganese, auf die der Name zutrifft. Das kann unter Umständen sehr praktisch sein. In der 1.7er Version war diese Funktion lange Zeit verbuggt und NEI hat sich aufgehängt, aber das scheint mittlerweile der Vergangenheit anzugehören. Theoretisch brauche ich von diesem Manganese ja nur eines, wenn ich das richtig verstanden habe. Denn diese Condensed Matter, das war 125, dann brauche ich nur noch 2 Zinn und die Sache sollte laufen. Theoretisch. Es ist von großen Mengen Energie die Rede. Das macht mir so ein bisschen Angst. Wir werden sehen, ob was dran ist. Chemlab, hüpf nach oben zu unserem Energiefresser. Dann brauchen wir wieder jeweils ein Zinn und das Manganese. Und wir haben UUX. Das war irgendwie enttäuschend. Da hatte ich wirklich üblere Sachen erwartet. Wir bekommen einen Chemical Bucket, also einen Eimer mit irgendeiner Chemieflüssigkeit drin und einen Reward Bag. Oh, hier drin ist Uran. Kaum radioaktiv. Es zerfällt also langsam. Deswegen packe ich das, na komm schon, gleich mal. Im Observatorium bin ich blind oder was ist los mit mir? Observatorium ist doch da hinten, jawohl. Und hier packe ich das jetzt in diese
bleiverkleidete Kiste, die sorgt dafür, dass dieses Zeug da drin nicht mehr zerfällt. Diesen Zweier-Stack, ein Steinium, kann ich dafür rausnehmen. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Und das ein Steinium schmeiße ich weg. Wie man das halt mit radioaktiven Flüssigkeiten so macht, die schmeißt man einfach in den Mülleimer. Das ist nur ein guter Reward-Bag. Ziemlich öde eigentlich. Ah, 4 Zinnblöcke. Wie passend. Da habe ich gerade Zinn verbraucht und bekomme wieder Zinn zurück. Schick. Tja. Ich frage mich irgendwie, was passiert, wenn man dieses Uran auskippt. Irgendwie will ich das wissen. Ich muss das jetzt tun. Wir wollen ja auch mal ein bisschen Action haben. Wo habe ich einen Boden, der dicker ist als 1? So einen höheren Boden haben wir zum Beispiel hier, wo die Wand um den Kern rum ist. Okay, es ist eine ziemlich schön aussehende Flüssigkeit eigentlich. Ah, und es geht da auch diese komische Welle drüber, wie man sie bei Minecam-Flüssigkeiten auch im Inventar oder bei NEI sieht, wenn man es eingibt. Nicht Minecam, sondern Minecam, bitteschön. Genau dieses hier, diese Welle, die da drüber schwappt. Okay, jetzt will ich natürlich noch wissen, was passiert, wenn ich da reinlaufe. Das ist eine ziemlich dumme Idee. Gar nichts? Ich dachte, ich kriege jetzt übelst die Debuffs drauf, aber naja, ist wohl nicht der Fall. Soll ich das jetzt als Deko verwenden? So eine schicken Uranfall irgendwo in der Gegend? Eher nicht. Okay, ich hätte gedacht, daran sterbe ich jetzt hart oder so. Nach Condensed Matter heißt die nächste Quest Bio-Enhancements. Mit der hohen Dichte von UUX Matter, also dem Zeug aus der letzten Quest, kann ich bestimmte Chemikalien in einem Zustand hoher Energie vereinen. Jetzt sollen wir diesen Biomodifier machen. Das war genau dieses Ding, vor dem ich vorher schon so Schiss hatte. Weil es einfach riesig ist. Biomodifier. Oh Gott, schaut euch mal das an. Wir brauchen 5 UUX, also Condensed Matter, und dann eine ganze Kette von verschiedenen Molekülen, die alle nur aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff bestehen. Also das ist nicht das Problem. Es kann nur ein bisschen nervig sein, die einzeln zu craften. Vielleicht kann man die aber auch zerlegen. Und dann brauchen wir ja diese 5 UUX. Red Matter. Gibt es das auch? Oh Gott. 500. Okay, das kommt bestimmt auch noch. Ah ja, hier. Wir brauchen... Ach so, da schau einer her. Die haben wir schon mal gemacht. Wir brauchen 5 Condensed Matter. Wir brauchen Koffein, Epinephrin und Erythropoietin. Zurück bei der Chemical Fusion Chamber brauchen wir noch 4 von diesen Condensed Matter, denn 5 brauchen wir, um den Biomodifier herstellen zu können. Also, wir brauchen wieder die 100, die bekommen wir wie üblich durch Zinn, denn Zinn habe ich unfassbar viel und dadurch ist das recht einfach zu machen. Machen wir es doch gleich ein paar Mal, das erspart ein wenig Zeit. Und dann brauche ich da nur die 25, das Manganese. 1, 2, 3, 4. Und wir haben insgesamt 5 UUX beieinander jetzt. Das hat schon ein wenig mehr Energie gekostet. Aber das macht nichts. Unser fetter Reaktor macht seine Arbeit und bringt da locker genug Energie für auf, um das zügig wieder aufzufüllen. So, diese 5 Condensed Matter habe ich nun mit 2 Koffein, 2 Epinephrin und 2 Erythropoietin zusammengelegt und bekomme nun den Biomodifier dafür. Sollte ich zumindest. Warum klappt das gerade nicht? Das hat einfach deshalb nicht geklappt, weil ich vergessen hatte, das Condensed Matter hier in die Leiste zu legen. Jetzt funktioniert das. Sehr schön, damit sollte ich auch diese Quest abschließen können. Es gibt 20 Lapis Celestis Purpura Amethystinus. Also Amethyst Purpurna Lapis Celestis. Okay, das ist ein ziemlich langes Wort. Oder eine ziemlich lange Bezeichnung. Und ein Red Heart Canister bekommen wir auch. Der nutzt mir zu diesem Zeitpunkt im Spiel aber nichts mehr, denn ich habe schon 10 Red Heart Canisters. Was ich noch brauchen könnte, wären 2 Yellow oder 5 Green Heart Canisters. Irgendwie kann man die auch upgraden. Ha, wie war denn das? Wie macht man wohl Yellow Heart Canisters? Zeig mir mal, ob du da ein Rezept dafür hast. Not enough items.
Es braucht immer ein bisschen, um nachzukommen zurzeit. Hier, Yellow Heart Canister. Ah ja, da kann ich ein Red Heart Canister mit einem Yellow Heart und einem Golden Apple zusammenlegen. Aha. Tja, traurig aber wahr, nützt mir nur nichts, weil ich keine Yellow Hearts habe. Wie könnte ich die bekommen? Vielleicht indem ich Wither töte? Droppen die hier Yellow Hearts? Ich weiß es nicht. Jedenfalls kann ich mir das gerade nicht so craften, wie ich es mir wünschen würde. Also schauen wir doch stattdessen, was die nächste Minecamp-Quest mit sich bringt. Ob das wohl schon die letzte ist? Wir sind jetzt zu 96% fertig. Das ist die letzte oder vorletzte, würde ich sagen. Schauen wir mal. Bioalchemie. Oh, mit Red Matter kann ich meine Chemie in unbekannten oder in bisher unbekannten Wegen ändern. Wir bekommen einen Green Heart Canister dabei, das wäre ja ziemlich schick. Aber ich fürchte, dieses Bioalchemie wird ein ziemlich harter Overkill. Alchemy. Schauen wir mal. Okay. Das wird hässlich. Also, wir brauchen... Ich packe hier mal gleich 10 Stück auf jeder Seite rein. Seht ihr, wie die Energie da rausgezogen wird? Okay, dann haben wir 100 Fermium. Und wenn ich die nun verbinde, kommt Partium raus. Okay, das mache ich nochmal. Nochmal Partium. Wenn ich die beiden nun verbinde, kommt Jakimphenium raus. Das hat 400. Und dazu noch ein Fermium gibt uns Red Matter. Okay. Davon brauche ich erstmal 10 Stück. Na Mahlzeit. Bis gleich. Gott, wird das Energie kosten. Aber andererseits, wie schnell sich das erholt? Dieser neue Reaktor. Ja, wobei, das zieht ja die Energie erstmal nur aus den Zellen raus und die werden dann leerer. Die werden sogar relativ zügig leerer. Aber der Reaktor wird genug nachliefern. Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich diese 10 Red Matter zusammen habe. Und dann schauen wir uns an, wie viel Energie das tatsächlich gekostet hat. Okay, mittlerweile habe ich es tatsächlich geschafft, 10 Red Matter herzustellen. Natürlich hat das dazu geführt, dass unsere Energiezellen komplett leer gesaugt sind. Und auch beim Reaktor hinten ist die Versorgung nicht mehr so optimal. Auch da sind die Energiezellen ein Stück weit leer gegangen. Wir sehen, oh, die sind sogar voll. Stimmt, es schickt ja nur dieser Reaktor hier tatsächlich Energie darüber zum Chemielabor. Und weil der Reaktor anspringt, wenn das Ding hier weniger als halb voll ist und der extrem viel Energie produziert, kommt der tatsächlich mit dem Reaktor mit, mit dem Chemiereaktor. Das ist ziemlich cool. Ha, das Upgrade von diesem Reaktor auf der rechten Seite hat sich dermaßen rentiert. Das macht die Sache echt viel besser. Ich sehe es kommen. In 0, nichts sind wahrscheinlich diese Energiezellen wieder aufgefüllt. Das finde ich ziemlich cool. Dauert ein bisschen, aber ist okay. Ich habe es endlich geschafft, Leute. Bioalchemy. 10 Red Matter und 5 Biomodifier. Und das hier war das größte Übel, sage ich euch, was ich hier nochmal Zeug zusammensetzen durfte. Nochmal mehr UUX und diese ganzen einzelnen Moleküle. Es war eine einzige Plage. Aber jetzt haben wir dieses elende Bioalchemy. Reward Bag und Green Heart Canister. Yes, please. Her damit. Kann es sein? Kann es wirklich sein? Yes! Chemistry komplett. Ha! Super. Es ist schon hart lächerlich. Ein Greater Reward Bag gab es hierfür. Oh Gott. Aber andererseits gibt es dafür immerhin einen Green Heart Canister. Also ein zusätzliches Herz für uns. Und wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Bling. Schön. Von den 6 Questlines haben wir jetzt immerhin schon 2 geschafft. Bei den Secrets, das ist so eine Sache. Vielleicht kann ich da mal nachschauen, wo man die alle findet. Aber von selber finde ich die, glaube ich, nicht mehr alle. Dann haben wir Lost in Time. Da haben wir noch so ein paar Quests, die halt sehr lange dauern. Einfach, weil es halt so Massenquests sind. Bei Bake to Win habe ich nachgeschaut. Das hier drüben haben wir eigentlich alles. Was noch fehlt, sind so Sachen, dass wir eben eine bestimmte Anzahl von manchen Mobs killen sollen. Zum Beispiel insgesamt 25 Enderminis oder 30 Blizzes oder
50 Zombie-Pigmen. Das lässt sich eigentlich alles machen. Es gibt in fast von jeder dieser Mob-Sorte gibt es irgendwo Spawner in der Spatial Area. Vielleicht schauen wir uns das mal nächstes Mal an. Vielleicht mache ich diese, ziele ich darauf ab, nächstes Mal diese Quest fertig zu machen. Denn diese ganzen langfristigen Massen-Crafting-Quests werde ich noch nicht schaffen in der nächsten Folge, schätze ich. Denn da ist noch etwas Wartezeit drin. Aber wir haben fetten Fortschritt gemacht heute. Das war eine Menge Minecam. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Ich habe versucht, das wirklich öde rauszuschneiden. Aber es geht voran und ich bin gespannt, wie viele Folgen es noch werden. Ich hoffe nicht mehr viele, denn schön langsam wird es Zeit, dass das hier zu Ende geht und ein neues Kapitel aufgeschlagen wird. Andererseits sage ich das auch schon seit 10 Folgen. Ich werde schauen, dass ich hier zügig damit durchkomme. Ist nur schrecklich viel Offscreen-Arbeit. Macht's gut. Ich danke fürs Zusehen. Seid das nächste Mal bitte auch wieder am Start. Bye, bye.